Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es hat sich einiges getan die letzten Tage. Und zwar, Bitcoin hat hier die so lang angesprochene Resistance endlich durchbrochen. Und ich möchte im heutigen Video sagen, was wir einfach die nächsten Wochen erwarten können, auf was man aufpassen muss. Ich gebe auch im heutigen Video euch ein kleines Update über unsere Trades. Wie gesagt, kommunizieren wir immer live in der Telegram-Gruppe. Das heißt, wer das wieder mal verpasst hat, scrollt runter in die Videobeschreibung, geht in unsere Telegram-Gruppe, ist kostenlos, kriegt immer Live-Updates. Und dann würde ich sagen, lasst uns gar nicht so viel Zeit verlieren, springen wir direkt rein in die Charts und in den Content. Und ja, viel Spaß beim heutigen Video. Boom! Hallo Leute, herzlich willkommen und wunderschönen Sonntag. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Blockchain Now für die Leute, die mich nicht kennen. Mein Name ist Alessandro, ich bin wie immer der Host dieses Krypto-Videos und wir starten gleich direkt rein am Weekly-Chart, Leute. Bevor wir da jetzt aber noch rein starten und ich euch ganz genau erklären will, was hier los ist. Wenn ihr mit uns traden wollt, geht in die Videobeschreibung runter. Wir haben eine exklusive Partnerschaft mit Maxi Global, einer Top 10 Börse mit über 1500 Coins und Token. Und ihr kriegt da Sonderrabatte und Bonusse. Ihr bekommt 10% auf alle Trading Fees erstattet mit unserem Link. Ihr bekommt heute noch $50 nur für den Erstellen eines Accounts und den Premium KYC. Und ihr könnt noch weiterhin bis zu $1000 Bonus abstauben. Das heißt, geht runter, verwendet diesen Maxi Global Link. Wir traden selbst auch auf der Börse, ist wirklich grandios. Und es gibt auch eine eigene Playlist, werde ich euch jetzt hier oben verlinken. Aber wie gesagt, wir springen jetzt gleich direkt in die Charts. Und zwar, Bitcoin hat hier mit dieser Wochenkerze diese wichtige Resistance endlich gebrochen. Es hat sehr lange gedauert. Ihr wisst, das letzte Mal über diese Resistance waren wir noch im Juni 2022. Das heißt, wir waren jetzt wirklich sehr lange einfach unter diesem Niveau. Zweiter Punkt am Weekly Chart ist, wir haben ja dieses Inverse Head and Shoulders Pattern. Das ist auf jeden Fall noch valide. Technisches Preisziel werde ich euch nochmal anlegen hier. Und zwar, wir legen das von der Neckline bis zum untersten Punkt an. Ihr seht das Neckline, unterster Punkt. Wir haben jetzt den Ausbruch gesehen, das heißt, wir legen das jetzt mal so auf die Neckline an. Technisches Preisziel hier oben $42.000. Was kann jetzt am Weekly oder was ist noch wichtig am Weekly? Wir haben hier zum ersten Mal, wenn das natürlich so bleibt, Candle Close ist ja erst in der Nacht. Wenn das so bleibt, haben wir das erste Mal wieder einen Weekly Close über den Wochen EMA Ribbons. Und wir haben sehr, sehr lang keinen Close mehr über den EMA Ribbons gehabt. Der letzte Candle Close am Wochentimeframe über den EMA Ribbons war hier. Diese drei, dieser, wo das Short-Signal ganz kurz danach gekommen ist. Und zwar, Candle Close, der letzte war hier oben, sorry. So, und zwar, das war Ende März 2022. Das heißt, ihr seht schon, wir waren jetzt über ein Jahr oder circa ein Jahr unter den Wochen EMA Ribbons und haben jetzt die Chance, hier das erste Mal wieder über den Wochen EMA Ribbons zu closen. Auch das ein gutes Signal hier oder ein starkes Signal von den Bullen. Und ihr wisst es ja, wir sind ja damals hier auch aus diesem Falling Wedge ausgebrochen. Das heißt, die Richtung stimmt, Momentum stimmt und die Bullen haben hier wirklich letzte Woche einen starken Schritt gemacht, hier diese Resistance zu brechen. Die nächste wichtige Resistance, das wisst ihr auch, die liegt zwischen 29 und 31 oder $30.000, das heißt so 29 bis $30.000. Wir hatten hier damals zuerst Resistance, dann Support. Wir hatten hier dreimal sehr wichtigen Support und wir hatten hier noch ein bisschen Support, bevor wir in den Bärenmarkt gegangen sind. Das heißt, diese Zone, alles in allem, ist schon sehr, sehr relevant. Und wenn wir da auch den VPVR aktivieren, dann sehen wir auch schon, dass hier mit dieser Zone dann oder ab dieser Zone das Trading-Volumen hier wieder dann stark ansteigt natürlich, weil wir in dieser Zone generell auch darüber natürlich viel Bewegung gesehen haben, aber wir haben ja hier eigentlich in between dieses Loch, da ist nicht sehr viel passiert und hier fängt es dann
sagen wir bei ca. 30.000 Dollar wieder an. Das heißt, laut dem VPVR kann man hier auch wieder mit mehr Resistance rechnen und ich denke auch, dass einige Leute dann hier auch schon langsam Profits booken werden. Aber was kann man noch sagen? Es ist natürlich möglich, dass wir nächste Woche vielleicht nochmal einen Retest von dieser Zone sehen werden. Das heißt, vielleicht sehen wir nochmal einen Drop auf 24,2 bis 25,2. Vielleicht retesten wir das als Support, um dann eben das Run-Up fortzusetzen, wie es dann auch immer ausschaut. Das heißt, mit dem das, oder das muss man eben hier vielleicht eventuell auch noch am Schirm haben. Wir werden den VPVR wieder deaktivieren, noch die EMA Ribbons und dann schauen wir auch gleich mal auf den Tageschart. So, wir schauen jetzt mal kurz am Daily Chart, was da so los ist. Und zwar, wie gesagt, wir hatten ja hier diese aufsteigende Resistance, auch diese wurde jetzt am Daily Chart durchbrochen, gestern geretestet und es sieht eigentlich ganz gut aus, dass wir die halten. Aber wie gesagt, schreckt euch nicht. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wir vielleicht nochmal hier runter droppen nächste Woche, dass wir Support bestätigen, bevor wir weiter pumpen. Muss aber natürlich nicht sein. Nur, dass ihr das auch im Auge behält. Und ja, wie gesagt, dieses Run-Up war ziemlich stark. Wir waren ganz kurz in dieser Zone noch, haben das nur als Support bestätigt am Daily Chart und sind dann eben hier gepumpt am Freitag. Und es schaut wirklich, denke ich, alles sehr, sehr gut aus, dass wir dieses Run-Up fortsetzen können. Überhaupt, warum bin ich noch oder sehr positiv gestimmt, dass wir vielleicht gar keinen Retest nächste Woche mehr von dieser Zone sehen. Und da gibt es jetzt zwei Dinge, auf die ich aufmerksam machen will. Und zwar, wir haben ja im letzten Video, das war irgendwo hier, glaube ich, davon gesprochen, dass es sein kann, dass wir noch seitwärts gehen. Wir sind dann auch wirklich hier sehr seitwärts gegangen, noch einige Zeit lang damals. Und haben hier dann den Ausbruch gesehen. Ich habe gesagt, wenn wir nochmal hier nach oben hin ausbrechen, werde ich Long-Positionen eröffnen. Das haben wir auch getan, haben wir euch auch in der Telegram-Gruppe dann nochmal so bestätigt. Wir sind dann hier in diese Zone gekommen und ich habe euch in der Telegram-Gruppe gesagt, dass wir dieses lokale High hier, diese Box, dass wir die aushebeln müssen, damit wir auf jeden Fall auf die 27,580 gehen. Ihr seht es, wir hatten hier dann auch eine kleine Bewegung, wir haben das dann hier auch als Support bestätigt, sind darüber gekommen, sind nochmal reingekommen, bevor wir dann eben auf die 27,8 sogar gegangen sind, aber overall muss man sagen, konnten wir diese 27,5 nicht halten. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir da jetzt etwas noch weiter rauszoomen, so, dann ergibt sich jetzt für mich hier ganz klar eine Bullflag, denn wir haben absteigende Resistance, absteigenden Support. Und ich denke, dass wir mit dieser Bullflag oder dass ich diese Bullflag ausspielen könnte auf jeden Fall. Wie gesagt, gibt aber natürlich immer noch die Möglichkeit, dass wir hier in diese wichtige Supportzone oder Support- und Resistance-Zone kommen. Aber Short-Term würde ich jetzt mal wirklich eher sagen, dass ich diese Bullflag ausspielen könnte. Und ich möchte euch jetzt noch zwei Preisziele zeigen. Wenn wir das Ganze konservativ rechnen, weil wir hier eben beim Run-Up einen starken Rücksetzer gesehen haben, bevor wir darauf gekommen sind, würde ich euch zwei Preisziele mit auf den Weg geben, wenn wir hier nach oben hin ausbrechen. Konservatives Preisziel wäre das hier. Das heißt, je nachdem, wo wir natürlich dann ausbrechen, kann man jetzt nicht sagen. Ich werde noch ein bisschen hier warten, bis wir auf jeden Fall so Mittag, Montag zum Beispiel. Dann wäre das technische Preisziel so ca. 28.800, was auch der Beginn unserer nächsten Resistance wäre. Wenn wir das Ganze etwas oder nicht so konservativ auslegen, dann würde ich als Fahnenmasten dieser Bullflag sogar das hier nehmen und wenn wir das dann auf denselben Punkt auslegen, wie gesagt, das muss man dann schauen, wo das natürlich genau ausbricht, aber dann hätten wir hier ein technisches Preisziel von 31.100, was natürlich auch möglich wäre. Short Term natürlich ganz wichtig, jetzt wenn wir die nächste Woche dann beginnen, Leute, bleibt noch immer diese Box, hätte ich mal gesagt, so zwischen 26 und 26,6. Das heißt, hier wäre so erst der Support. Ihr seht auch, laut dem Smart Money Concept haben wir hier diesen Buy Order Block beziehungsweise diese Bull Flag. Und wenn wir das aber alles durchbrechen, dann dürfen wir auf jeden Fall 24,2 nicht unterschreiten beziehungsweise vielleicht sehen wir nur den Retest auf 25,2. Aber so Worst Case würde ich jetzt mal sagen,
24,2 und wenn die 24,2 nicht halten sollten bei einem Retest, dann muss man sich natürlich wieder an diese ganzen alten Supportbereiche beziehen, die wir gehabt haben. Aber ich denke, dass die Chancen da eher sehr gering sind. Also ich denke, dass die Bullen jetzt momentan den Markt im Griff haben. Aber man muss natürlich immer auf alle Szenarien vorbereitet sein. Und ja, das war es auch schon vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, joint unsere Telegram-Gruppe und schaut euch auf jeden Fall die MACD-Playlist an, beziehungsweise checkt den Link aus. Und dann darf ich schon, wie man sagen, vielen Dank für euren Support. Vielen, vielen Dank fürs Videoschauen. Wir sehen uns bald im nächsten Video. Ciao.